So, und jetzt sind wir bei Podcast von Sven Heidenreich, Folge 237. 237, nach der letzten Episode, die sehr nachdenklich war, kommt jetzt mal wieder eine entspannte, schöne Episode mit Kaffee trinken und ja, einfach mal wieder ein bisschen zum Entspannen. Also setzt euch hin, erst macht euch einen Kaffee, dann setzt euch hin oder einen Tee oder sowas. Dann setzt euch hin, vielleicht esst ihr auch eine Kleinigkeit und dann genießt einfach diese Folge. Genau. So starten wir in den Tag. Es ist Samstag. 6:42 Samstag, Taschenlampe, Samstag, 7. August. Wir haben den 7. August 2021. Ja. Die neuen Tenner-Folgen, Zweisteinsvermächtnis und Geheimnisvolle Fremde, glaube ich, die kommen am 17. schon raus. Ja. Ja, dann hat sich die Seite von R&B Company geändert, die nennt sich jetzt Zauberstern Comics, glaube ich. Ja, genau. Ja, warum auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum immer diese Umwege sein müssen. Also ich hätte eigentlich wenn ich jetzt sowas vermarkten würde, ich meine, ich habe ja nun keine Ahnung davon, aber ich würde einfach wirklich, also klar, das bei Zauberstern und so. Aber ich würde halt wirklich eine offizielle Jantenna-Seite machen und auch einen Jantenna-YouTube-Kanal. Naja. Zum Beispiel. Ich meine, gut, dass Kiddings TV, dass das da alles drin ist, aber das wäre doch auch ein bisschen übersichtlicher, finde ich, wenn man wirklich einen eigenen Kanal halt hätte, der Jantenna heißt. Tja. Ja. Wo halt wirklich auch nur die Jantenna-Sachen drin sind und nichts anderes. Oder warum macht man nicht einen Kanal, der Jantenna Klassik heißt? Oder Jantenna, der neue Superheld? Oder von mir aus auch die neue Dimension. Aber die, ja, da tut man ja sowieso, als hätte man die nicht produziert. Dabei finde ich die gar nicht mal so schlecht. Aber ja, so würde ich das zum Beispiel machen. Ja, dass halt wirklich jede Serie auch ihren eigenen Kanal hat bei YouTube. Und könnte man das alles ein bisschen besser vermarkten. Ah, naja, wer fragt uns schon? Ja, da hat ja auch Kiddings die Hand drauf, nehme ich mal an. So, mein Telefon mal aufladen. Und dann geht's los. So. Ja, wir haben es jetzt 6 Uhr noch was. Und hier ist übrigens mein Kater wieder, der Blackie, der ist vor mir. Der sollte eigentlich noch ein bisschen schlafen, aber wenn Herrchen sich bewegt, dann bewegt er sich auch. War mein Großer? Oder was meinst du? Ja, Schmatz, Schmatz. Mein Großer? Jo. Bist du ein feiner Kater? Hm? Ein feiner Kater bist du, ja. Hm? Mein Großer. Gut, dann mache ich mir jetzt mal einen Kaffee, ganz in Ruhe. Ja, genießt diesen Podcast. Achso, mein Handy, brauche ich das eigentlich? Nee, brauche ich mein Handy gar nicht. Kann ich ja in die Schublade tun, haha. Ich bin da ein bisschen müde. Ruhig. Die Leute schlafen. Ist auch klar, auf dem Samstag, aber Sven ist schon wach. Ja. Ja.
Da sind wir. Da faucht wieder jemand. Naja. Fauchen. So, das gebe ich mir hier. Also ja, da wo ich immer Kaffee trinke. So, dann werde ich mal Wasser. Ich brauche Wasser. Wasser. Schönen Kaffee jetzt. Ich hab Bock drauf. So. Im Hintergrund hört ihr, dass die Katzen sich wieder ein bisschen fetzen, aber das ist ja nochmal so. Das machen sie immer. So. Wir lassen uns trotzdem die Entspannung nicht nehmen. Das waren gerade Mia und Blackie, erstaunlicherweise. Mietze liegt hier ganz in Ruhe. Ja, Mietze, du kannst jetzt aber nicht mehr hier liegen. Herrchen muss hier Kaffee machen. So. Dann musst du dir halt einen anderen Platz aussuchen. Nicht gerade. Miezekatze. Ich sehe eine Miezekatze, ne? Ja, Miezekatze. So. Mal Blackie kommt schon. Blackie kratzt schon an dem Arbeitsplatte, also da am Holz unten. Kratzt er immer ziemlich gerne. Ja, macht er halt. Jetzt legt er sich auf meinen Fuß. Nicht so einen süßen Kaffee trinken. Heute trinke ich mal einen. Dann mache ich nur zwei rein. Einen ganz normalen Kaffee mit zweimal Süßstoff. Liegst schon wieder da. Brauchst mich gar nicht anknurren. Aber wenn ich hier Kaffee mache, dann musst du hier nicht liegen. Hier ist immer was los. Was? Genau. Du auch. Runter. Runter, Dicker. Ab. Ja, bist du jetzt. Ich halte dich hier fest. Los. Runter. Ja. Los. Lass mal. Der ist gut. Du hast die Maschine weggeschoben. Ach, Katzen. Ah, Mietze ist heute zickig.
So. Jetzt haben wir hier die beiden. So. Ja, weil das geht ja auch nicht, dass sie immer vor direkt vor der Kaffeemaschine liegt. Wenn ich hier was machen muss, dann muss sie halt auch weg. Kann sie nicht einfach. Kann sich ja gerne auf der Arbeitsplatte oder weiß ich wo irgendwo hinlegen, aber nicht unbedingt, wenn ich hier was mache. Ja, Dicke? Da musst du dann auch schon hören. Na, Mietze? Scheint sie auch weg zu sein. Naja. So. Haben wir jetzt alles? Ah, ich denke mal, jetzt können wir starten. Alles noch eingestellt, hoffe ich zumindest. Blackie ist da oben und nächste ist unten. Na, tut super. Ist gut, Mietze. Ist doch gut. Ist gut. Alles gut. Blackie, hör mal runter jetzt hier. Leute. Ja, die beiden schätzen sich, wo sie können. So, jetzt machen wir in Ruhe den Kaffee. Ach ja. So. Ah, so ist es nun mal, wenn man zwei Katzen hat. Drei habe ich ja. Erst hat er sich mit Lila gefetzt. Er lässt halt die Mädels nicht in Ruhe. Und da wehren die sich halt. Ja, das gehört nochmal dazu. Pilot. Aber jetzt hat er sich. So. Tasse raus. Naja, so kann man immer wieder was erleben morgens. Aus. Ah. Dann setze ich mich mal hin. Oh, jetzt gibt's eine Ruhe. So. Geht noch hierher. Ja, habt ihr mal mitgekriegt, wie Mietze so drauf ist, wenn Blackie sie ärgert. Ja. Und dann wollte sie auch nicht vom Platz weg und dann habe ich sie halt ganz normal genommen, hochgenommen und runtergesetzt und dann, jo. Weil wenn ich hier in der Kaffeemaschine bin, ist klar, und die liegt direkt davor, dann
Das muss ja nicht sein. Man kann ja auch mal kleckern oder kann ja auch mal heißer Kaffee oder so und dann liegt da die Katze. Das muss ja auch nicht sein. Passiert zwar nicht, aber kann ja mal passieren. Ne? Und dann muss ja nicht sein. Ja, so habt ihr es einfach mal gehört. Da könnt ihr mal sehen, wie die Katzen, was sie so für Laute von sich geben. Ne? Wenn die so, die können halt nicht nur mauzen, die knurren auch mal. Na dann, Prost, Kaffee, entspannt euch trotzdem und ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Macht was draus, jo. Und dann trinken wir jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Ey, zum Wohl. Schön. Ein bisschen schrecken und strecken. Ja, heute habe ich keinen bestimmten Traum gehabt. Heute habe ich irgendwie. Aber ich habe schön geschlafen, muss ich sagen. So. Wird mich ohnehin noch mal ein bisschen hinlegen. Soll es ja wieder ein bisschen wärmer werden. Am Mittwoch haben wir ja, wie gesagt, unser Sommerfest. Summer Party. Und ja, das wird lustig, bestimmt. Miete, du bist kein Hund, du bist eine Katze. Seht ihr, jetzt haben wir es immer. Ruhe jetzt auf einmal. Na, Mietzi. Ja, so starten wir den Tag mit Katzengemauze. Sie bewegt sich. Jetzt ist Ruhe.
genießt einfach mit mir mal diese Ruhe, diese. Ist einfach schön morgens. Also morgens finde ich das immer ganz angenehm, wenn es so ruhig ist und da gefällt mir das so. Tagsüber manchmal denke ich dann, also gut, außer jetzt der Baulärm, ne? Aber tagsüber ist es natürlich ein bisschen einsam alles. Aber morgens finde ich das mal richtig herrlich, wenn man so aufsteht und normalerweise hört man noch die Vögel, aber gut. Das ist dann immer sehr schön. So ein bisschen erlebt, wie die Katzen so sind heute. Wie Mieze vor der Kaffeemaschine lag und nicht weg wollte. Aber ich musste sie ja runternehmen, ne? Weil, wie gesagt, wenn sie da direkt davor liegt. Aber sie wollte nicht. Sie wollte unbedingt da liegen bleiben. Naja, jetzt liegt sie aber auch auf dem Fensterbrett, hat sie sich jetzt hingelegt. Mia ist auch wach. Naja, Mia war ja vorhin schon wach. Mia hat sich ja vorhin schon mit Blecki gefetzt. Naja. Ja, am 17., wie gesagt, kommen die neuen Tenor-Folgen und finde ich gut, dass die schon am 17. kommen. Finde ich total cool. Na gut, da sind wir wieder. Essen tue ich noch nichts, ich habe noch gar keinen Hunger, deswegen, da brummt der Brunnen. So. Es brummt der Brunnen. So. Ja, ja, so ist das, Leute von heute. Dann wollen wir mal den PC starten. Der läuft. Der wird dann laufen. Wo läuft der denn hin, der PC? So. Dann starten wir mal den PC. Den Laptop.
habe ich mal wieder eine Folge für euch hoch. Lade ich mal wieder eine Folge für euch hoch, dann ist gut. Ich habe meine Katzen im Action. Ja. Mieze Knot. Ja. Das haben wir jetzt auch mal so richtig intensiv. Jojo. Ja, der PC fährt wieder hoch und wir haben wieder ein bisschen Zeit noch, bis Dropbox synchronisiert ist. Mia schüttelt sich oder was immer sie auch macht. Ja, ich habe jetzt also auf jeden Fall beschlossen, dass ich höchstwahrscheinlich, also ich warte auf den PSRSX 600, bis ich mir den irgendwann mal leisten kann, weil ich sag mal, jetzt irgendein Keyboard holen, wie jetzt den, ich habe mir schon überlegt, es kommt bald ein neuer PSRE raus, der 473er. Und da habe ich auch erst überlegt, weil der dann wieder so um die 300 kosten würde, aber der, man kriegt ja jetzt schon den PSRS X600 für fast 500 Euro bei Amazon. Und ja, das wäre ja Quatsch, sich ein schlechteres Keyboard für 300 zu holen, wenn der, wenn man schon für 500 so ein super Keyboard kriegt. Und ja, von daher warte ich jetzt einfach noch ein bisschen, bis ich es irgendwann mir leisten kann. Ja, wird natürlich noch eine Weile dauern. Aber gut. Aber wenn ich dann erstmal wieder ein Keyboard habe, dann werde ich auch einen schönen Jingle immer am Anfang machen. Aber den werde ich natürlich dann live machen. Also nicht so, dass ich denn irgendwas einspiele. Also werde ich, oh, das werde ich auch mal machen, um einfach mal zu zeigen, was kann das Keyboard oder so. Ne? Aber, also einfügen. Aber ja, ich habe mir dann so überlegt, die Jingles live zu machen. Also richtig, dass ihr dann hört, wie ich dann die Podcast-Folge anmache und ich gehe dann zum Keyboard und dann spiele ich irgendwas, nimm irgendein Instrument, also weiß ich nicht, Klavier und Streicher oder mal eine Gitarre oder so. Und dann sage ich Podcast von Sven Heidenreich, Folge, bla bla bla. Ich denke mal, dass, ja, so habe ich mir das überlegt. Weil das ist mal was anderes. Das macht auch keiner. Ich meine, so ein Intro einfügen und das immer wieder abgespielt wird. Und das machen ja alle irgendwie. Und ja, dann dachte ich mir, das wäre doch mal was anderes. Dass man halt nie weiß, was kommt denn jetzt für ein Intro. Ja? Dass man da so vielleicht so eine kleine Spannung auch aufbaut. Ja, also das kommt jetzt ein Intro, kommt jetzt keins und was kommt jetzt für ein Intro? Und ja, das finde ich eigentlich ganz geil. Und vor allen Dingen ist es live. Es ist so, dann könnte man auch so Scherze machen wie Dropbox. Ja, ja. Podcast von Sven Heidenreich, Folge 235.
Ja, weiß ich. Ja, und oder auch beim Abspannen, denn, ne, dass ich dann so einen Schlussjingle mache, also dass ich dann sage, Moment, Leute, ich gehe jetzt zum Keyboard, weil ich spiele jetzt den Schlussjingle ein oder so, ne, sowas. Also, dass man das so richtig live macht, ne? Und ja, Marie hat auch alles gelöscht. Wie das immer klingt, ne? Also, es klingt immer so, als wenn derjenige das löscht. Dabei nimmt derjenige das ja raus und speichert es bei sich oder so, ne? Aber ja, Dropbox kann das nicht unterscheiden. sagt dann immer gleich, also dass die Dateien halt entfernt sind, ne? Also, wenn man die ausschneidet, sind sie ja auch raus. Aber dann könnte ja auch Dropbox so intelligent sein und sagen, die Dateien wurden rausgeschnitten oder, ne? Also gut, wenn man jetzt Entfernungstaste drückt, dann ist es halt löschen, ne? Wenn man es jetzt nur löschen würde. Aber das ist so ein Unterschied, den kriegt, ja, daran sieht man, dass es halt nur Rechenmaschinen sind, letztendlich. Also von wegen künstliche Intelligenz und bla bla bla. Aber dieser Computer entscheidet nicht zwischen löschen und dass jemand das rausnimmt, also dass jemand die Datei letztendlich rausschneidet und bei sich dann, ja, das ist schon blöd zum Computer. Muss ich echt mal sagen. Also diesen Unterschied müsste er doch eigentlich, ja? Also wenn ich jetzt eine Datei in der Dropbox habe, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen einen Ordner habe und ich schneide die Datei aus und tue die jetzt bei mir rein, dann müsste doch eigentlich der Computer sagen, die Datei hat derjenige ausgeschnitten. Ich meine, so viel Intelligenz, so müsste man die Computer doch schon letztendlich. Naja, die Dateien wurden alle gelöscht. Super. Ach, Computer. Also auch wenn, also jetzt meine ich ja gar nicht mal jetzt, wenn jemand an, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datei nehme und die, ne, so wie. Ich habe selbst eine Datei mir in die Dropbox gemacht und schneide die aus und will die halt irgendwo reintun. Dann könnte mir doch Dropbox auch sagen, oder könnte mir der Computer ja auch sagen, die Datei wurde von Dropbox in so und so reingemacht. Nein, er sagt, die Dateien wurden gelöscht. Als wahrscheinlich eine Benachrichtigung vom Dropbox selber, die das dann immer. Und für Dropbox sieht es halt dann so aus, als wenn derjenige die Dateien löscht, ne? Ist interessant, oder? Also, dass da der Unterschied nicht gemacht wird, so von den Benachrichtigungen her, dass der immer das als gelöscht sieht. Naja, gut, sie sind halt da raus. Kann man ja auch so sehen. Aber ja. Das sind so Kleinigkeiten, die mir mal so auffallen, so, ne? Weil, wo ich so denke, ja gut, warum kann der Computer oder warum kann Dropbox nicht registrieren, was mit den Dateien passiert? Also, wenn ja sonst alle möglichen Daten festgehalten und was gemacht wird, ne? Aber wenn man dann hört, alle Dateien wurden gelöscht, ne? Da könnte doch auch eine Benachrichtigung sagen, Dropbox. Sie haben Dateien aus der Dropbox ausgeschnitten und in den Ordner so und so abgelegt oder keine Ahnung. Also wenn ich das jetzt mache, wenn jetzt ein anderer was rausnimmt, soll Dropbox natürlich nicht sagen, wo derjenige das hingespeichert hat. Aber einfach auch dieses, die Dateien wurden ausgeschnitten oder die Dateien wurden oder wenn, ja gut, oder wenn ich jetzt was kopiere von Dropbox in anderen Dateiordner, dass mir dann eine Benachrichtigung, dass dann so eine Benachrichtigung, die Datei wurde kopiert oder sowas, ne? Na gut, das ist ja nicht so wichtig, aber gerade dieser Unterschied zwischen Löschen ja, und einfach nur die Datei wurde ausgeschnitten und entfernt. Nein, für Dropbox ist es einfach nur Löschen. Naja, gut. Ist halt gelöscht. Ist ja bei meinen Dateien auch immer so. Vor allem, ich finde es immer lustig, wenn ich selber was mache.
Also wenn ich jetzt selber eine Datei nehme und die rausnehme und dann kriege ich selbst eine Benachrichtigung, dass ich die Datei gelöscht habe. Das finde ich immer geil. Kam ja vorhin auch kurz, habt ihr gehört. Sie haben Podcast von Sven Heidenreich Folge so und so gelöscht. Wo ich so denke, das weiß ich doch. Oder? Das sind so Sachen, über die kann man echt philosophieren, ne? Ihr könnt ja auch mal so Erlebnisse schildern, wenn ihr Lust habt, in irgendeiner Podcast-Folge. Was habt ihr erlebt so mit Computern, wenn die euch was sagen, wo ihr so denkt, ja, das weiß ich doch. Ja? Oder wie mit dem Löschen oder mit dem, wo ihr sagt, nee, die wurden nicht gelöscht, die wurden rausgeschnitten und irgendwo anders hingepackt. Also letztendlich auch gelöscht aus den Ordner, klar. Aber da könnte doch Dropbox sagen, die Datei wurde ausgeschnitten und entfernt. Und wenn man jetzt die Datei nur löscht, dann könnte Dropbox sagen, sie haben die Datei gelöscht. Aber für Dropbox ist das immer nur löschen. Sie haben die Datei gelöscht. Ja. Gibt es bestimmt noch mehr Beispiele. Also ihr kennt bestimmt auch noch ein paar Beispiele, wo ihr dann manchmal so davor sitzt und denkt, hey, was erzählt ihr euch jetzt da? Was soll ich gemacht haben? Ja, also ja, genauso wie, was ich auch unsinnig finde, ist, was auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, wenn ihr den Computer startet manchmal und er macht irgendwelche Updates oder so oder ist gerade dabei, ein Update zu machen oder manchmal auch ohne Update, dann erzählt er mir, wie breit das Startfenster ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also das sind auch so Sachen, wo ich dann manchmal so denke, hä, das Startfenster ist so und so viel groß und da denke ich auch immer, hä, was soll denn das hier? Das will ich gar nicht wissen. Also es gibt einfach Informationen, wo man manchmal denkt, ja. Ich meine, warum ich mir jetzt einfach Gedanken drüber mache, ist, er sagt mir, Marie hat Dateien gelöscht. So, also Dropbox sagt mir auch noch, dass Marie diese Dateien, also dass es Marie war. Ja, aber warum sagt mir Dropbox nicht, die Dateien wurden ausgeschnitten und entfernt? Oder die Dateien wurden, ja, aber dass es Marie war, das sagt mir Dropbox wiederum. Also. Dann könnte rein theoretisch könnte man jetzt sagen, okay, warum sagt der Computer den Namen von demjenigen, aber nicht, was damit passiert ist, ne? Also, dann könnte rein theoretisch der Computer doch auch sagen, die Dateien wurden aus dem Ordner so und so gelöscht, zum Beispiel. Aber nein, er sagt ja, Marie hat, wie ich so denke, ja, gut, das weißt du, komisch, ne? Aber was mit den Dateien letztendlich, also ob die jetzt ausgeschnitten wurden oder ob die jemand, gut, wenn sie kopiert werden, wären sie ja noch drin, ne? Aber das sagt er mir natürlich wiederum nicht. Also wenn ich jetzt eine Datei kopiere und tue die dann in einem anderen Ordner kopieren, dann sagt mir Dropbox nicht, sie haben gerade ihre Datei kopiert und in einem anderen Ordner. Nö. Naja, das sind so Sachen, ne? Aber am lustigsten finde ich immer, wenn er mir sagt, was ich getan habe. Das finde ich immer geil. Sie haben einen Podcast von Sven Heidenreich so und so gelöscht. Das finde ich immer geil. Und das Lustige ist ja noch, das kennt ihr doch auch. Das Lustige ist ja auch noch, wenn man es gerade macht. Also, das schnallt ja gar nicht, dass man selbst davor sitzt und das gerade tut. Sondern dann kommt, also man tut es und dann bekommt man auch noch die Nachricht, Sie haben gerade die Datei so und so. Das weiß man doch. Ich finde das immer geil. Da könnt ihr auch sagen, Datei wurde entfernt oder so, ne? Aber Sie haben gerade diese Datei rausgenommen.
Ist nicht mal geil. Ja, die Maschinen, ne? Lustig, lustig. Ist immer lustig. So. Über so eine Kleinigkeiten kann man sich wundern, ne? Aber am lustigsten ist ja immer noch, wenn ich selbst eine Datei lösche und der sagt mir selbst, dass ich sie gelöscht habe. Also, sie haben gerade, das finde ich immer geil, sie haben gerade die Datei rausgenommen. Herrlich. Ja. Ja, dann hören wir uns, ne? Und ja. Ich bin ja mal gespannt, ob ihr auch mal sowas erzählt, von wegen, was euer Computer sagt, wo ihr davor sitzt und denkt, das habe ich doch gerade gemacht, oder wieso sagt er nicht das so und so? Warum formuliert der Computer das nicht anders? Ne? Also das ist so, ja, könnte man echt so eine eigene kleine Folge draus machen. Ne? Also so, was sagt euch der Computer oder was sagen euch die Handys, wo ihr manchmal so denkt, weiß ich doch oder warum? Ja, vielleicht machen wir mal so eine Folge darüber, weil da kommen schon bestimmt auch lustige Sachen bei raus. Ja, also was so ein Handy oder so ein Computer manchmal von sich gibt, wo man so denkt, hä, was? Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, ich meine, ich finde es ja gut, dass die Benachrichtigungen kommen, so von wegen der und der hat drei Dateien rausgenommen oder gelöscht oder so. Aber auf dem Handy bekomme ich so eine Benachrichtigung nicht. Also ich meine, obwohl ich bei Dropbox zum Beispiel habe ich ja alle Benachrichtigungen angeschaltet, aber auf dem Handy kriege ich zum Beispiel keine Benachrichtigung, dass jemand Dateien rausgenommen hat oder so. Oder reingestellt hat. Schade. Ich weiß ja nicht, ob es da vielleicht ein extra Tool gibt. Tool. Für Benachrichtigungen von Dropbox, dass man da halt immer so eine Mitteilung kriegt, von wegen, der und der hat gerade so und so viele Dateien reingestellt, der und der hat gerade die Dateien wieder entfernt oder gelöscht. Das wäre auch mal ganz gut, wenn man das auf dem Handy kriegen würde, ne? Naja, vielleicht habt ihr da Erfahrung mit. Also beim Computer seht ihr ja, klappt es ja. Gut, ich werde es jetzt hochladen und dann schauen wir mal. Dann hören wir uns in Folge 238 wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und macht was draus und ja, vielleicht kriege ich ja von euch auch mal eine lustige Geschichte, was euer Rechner mal oder euer Handy mal sagt, wo ihr echt denkt, hä, was? Ja, da können wir vielleicht ein bisschen gemeinsam lachen. Ja, ist ja auch lustig. Ja, bis dann und ja, eine schöne Zeit. Ciao, ciao.